Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr euch entschieden habt, wieder einzuschalten zu diesem neuen Video hier von unserem Kanal. Freut mich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Es ist irgendwie total komisch, wenn ich wieder mal das Video auf unserem Kanal hier anfange, weil ich glaube, es ist irgendwie ewig her. Wir sind auch noch in Los Angeles, immer noch, heute den letzten Tag. Und wir freuen uns schon, denn wir wollen nämlich heute nach Hollywood fahren und uns diese ganz typischen Dinge anschauen, die man eben so in Hollywood anschaut, wie das Hollywood-Sein und den Walk of Fame und ja, wie das Ganze eben heißt. Und wir dachten uns, wir nehmen heute wieder mal die Kamera mit und zeigen euch, was wir hier so erleben, was es hier so zu sehen gibt. Bevor wir das tun, werden wir erstmal frühstücken. Der Maxi ist auch schon bereit, aber ich glaube, die Jacke brauchst du jetzt noch nicht, oder? Erst später. Ich wollte die nur mal präsentieren. Ach so. Die habe ich neu erworben. Hier in Los Angeles, es ist kalt. Man muss dazu sagen, es ist wirklich kalt abends, kann schon mal echt kühl werden, gell? Ja, und wir waren nämlich gestern in ein paar Secondhand-Läden shoppen und ja, das ist das Ergebnis. Auf jeden Fall, was ich noch dazu sagen wollte, wir werden ja die nächsten Tage einen kleinen Roadtrip machen mit einem Campervan. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auf ganz, ganz gute, schöne und klasse Aufnahmen freuen. Wir fahren zum Grand Canyon. Wo fahren wir noch hin? Überall hin. Überall. Also wir gucken uns hier auf jeden Fall ein bisschen um. Warte, man muss dazu sagen auf jeden Fall, dass es echt schwierig ist, zu entscheiden, wohin man überhaupt fahren will. Weil irgendwie ist man total beeinflusst von den ganzen Filmen. Irgendwie so ziemlich jeder Park kommt einem irgendwie bekannt vor. Aus den ganzen Filmen, die man so geguckt hat als Kind oder immer noch schaut. Es ist echt verrückt und irgendwie will man am liebsten überall hin. Aber so viel Zeit haben wir natürlich auch nicht. Also wir haben jetzt noch 2 Wochen hier in den USA und dann geht's auch für uns zurück nach Deutschland. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen entscheiden, wohin wir fahren werden. Aber das werden wir dann alles morgen machen. Jetzt gehen wir erstmal essen. Und heute zeigen wir euch übrigens was ganz Cooles. Denn wir haben uns nämlich hier kein normales Mietauto genommen, sondern ein etwas anderes Mietauto. Aber wie gesagt, das zeigen wir euch dann erst später. So, liebe Leute, wir sind jetzt von unserer Airbnb-Wohnung hier nach Downtown gefahren, weil wir unser Elektroauto abholen wollten. Wir haben uns nämlich überlegt, wie könnten wir eigentlich in L.A. quasi von A nach B kommen, und vielleicht wissen ja viele von euch, L.A. ist nicht gerade Deckendorf, also L.A. ist schon ziemlich groß, das heißt, es macht schon Sinn, hier auch ein Auto zu haben. Und dann habe ich herausgefunden, als ich so online recherchiert habe, dass es hier einen Anbieter gibt, und zwar Blue L.A. sieht so aus. Es sind hier so ganz, ganz kleine, sehr moderne Autos. Jedenfalls funktioniert das Ganze so, dass man sich hier mit einer Karte, also dass man sich hier registriert und dann bekommt man eine Karte und dann kann man einfach das Auto immer nutzen und immer wieder dann abstellen. Das heißt, man zahlt nur in der Zeit, wo man das Auto tatsächlich auch fährt. Ich würde sagen, wir zeigen euch das einfach mal, schaut so mit. Ja, und das Ganze funktioniert genau so. Man hat hier so eine blaue Karte, die hält man hier so drauf. Dann blinkt das Ganze rot. Please hold your card in front of the reader. Ah, hier ist der Reader. Zack. Dann gibt man seine PIN ein. Also erstmal die Lisa hier anfilmen vielleicht. Hi. Dann, nachdem man den PIN eingegeben hat, wird einem so ein Auto zugewiesen. Dann hält man die Karte dran und schon kann man einsteigen. So. Und jetzt würde ich sagen, los geht's. Wenn man jetzt das Auto so mieten würde, dann kostet es in der Stunde 12 Dollar. Und wie gesagt, man muss es ja nicht die ganze Zeit nutzen, sondern man kann es dann immer wieder zu den Stops bringen und man zahlt quasi nur in der Zeit, wo man das Auto dann tatsächlich auch nutzt. Also es ist eine gute Sache und vor allem, es sind wie gesagt Elektroautos und ich bin ehrlich gesagt ein sehr großer Fan von Elektroautos, weil ich glaube, dass es einfach gut für die Umwelt ist und dass man damit der Umwelt definitiv einen Gefallen tun kann. Und jetzt sind wir auch schon unterwegs und wie ihr sehen könnt, so sieht es dann von innen aus und der Jan fährt die meiste Zeit das Auto und der feiert es total. Am Anfang war er ein bisschen skeptisch, aber mittlerweile ist er ein großer Elektroauto-Fan man geworden. Man muss dazu sagen, er fährt zu Hause in Deutschland, fährt er eigentlich Mustang. Und das ist ja schon ein anderes Kaliber jetzt, was du da fährst, Jan. Was sagst du dazu? Nur ein kurzes Statement. Nee, es ist sehr angenehm zu fahren. Ja, ja. Nicht ganz so viel Power wie der Mustang, aber... Eigentlich ein ganz lustiges Spaßmobil, so ein bisschen wie Autoscooter fahren. Ja, und schaut mal, wie hübsch es hier aussieht. Wir haben heute übrigens auch sehr gutes Wetter.
Wie eigentlich schon die ganze Zeit. Ich glaube, heute Nacht hat es kurz geregnet, oder? Hast du das eigentlich mitbekommen? Ich habe da gar nichts mitbekommen. Ich habe gepennt wie ein Baby. Schaut mal, Leute, wir sind jetzt am Hollywood Boulevard und da vorne ist das Hollywood-Zeichen. Sieht man das? Ja. Und da gibt es vegane Chicken Wings. Wo? Vegan Wings. Ah ja, das klingt ja interessant. So, wir sind jetzt am Walk of Fame und hier sind die Astronauten von der ersten Mondlandung hinterlegt. Schau dir das mal an. Wer ist denn das alles? Kenn ich nicht. Ah nee, das ist doch... Ist er nicht? Armstrong, da ist er ja. Ah ja. Michael Collins, ja. Oh. Hier, seht ihr mal. War das 1969? Ja, Apollo. Das ist aber schon lange her. Eine Zeit her, ja. Würdest du auch zum Mond fliegen, Maximilian? Ich habe es mir schon überlegt, ja. Mich haben auch schon ein paar Firmen angefragt, ob ich da mitfliegen will, aber bis jetzt immer Nein gesagt. Warum? Ich weiß nicht. Hat sich noch nicht so ergeben. Ich habe auch echt wenig Zeit. Mein Terminkalender ist voll, wisst ihr ja. And the Oscar goes to... Zwei, die reisen. So, ich habe jetzt eine kleine Rede vorbereitet für euch da draußen. Wo habe ich denn die? Warte mal. So. Als allererstes möchte ich erstmal meine Familie grüßen und dann mich natürlich auch bei allen da draußen bedanken. Erstmal bei euch natürlich, bei der Lisa, dass sie immer die Kamera hält. Bei Jan natürlich, dass er immer so fleißig lächelt, wenn ich ihm irgendeinen Witz erzähle oder irgendwas Lustiges sage. Und dann natürlich auch will ich mich nochmal bedanken bei YouTube, die das alles ermöglichen. Und ja, das war's. Applaus. Thank you, thank you. Danke, danke, danke. Hey Peter! 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 Das ist einfach mal Peter Parker. Hey Spider-Man, mach mal was Cooles. Ich glaube, der versteht mich nicht. Schau mal, im Hintergrund ist Michael Jordan gerade hier fleißiger rumjonglieren. Also der Michael. Und hier? Schau mal, wer das ist. Moment, man muss gleich sein. Ja, ja. Da sagen wir mal nix. Sagen wir mal nix. Fazit vom Walk of Fame. Es ist einfach eine ganz lange Straße mit ganz vielen Sternen am Boden. Also ich hätte es mir irgendwie so ein bisschen glamouröser vorgestellt. Ich weiß nicht, irgendwie anders. Aber es ist auf jeden Fall nett, das mal gesehen zu haben. Aber ich glaube, wenn man es nicht gesehen hat, kann man auch glücklich und zufrieden sein Leben weiterleben. Was vor allem aber besonders auffällt hier, ist eben der Kontrast von Arm und Reich. Vor allem jetzt hier in Hollywood. Irgendwie teilweise geht es hier schon ganz viel um diese Glitzer-Glamour-Welt und um Erfolg und Reichtum. Und auf der anderen Seite sind hier eben auch ganz, ganz viele obdachlose Menschen und Menschen, die mit Drogen und Alkohol Probleme haben und damit zu kämpfen haben. Und das ist auf jeden Fall irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie nicht belastend, aber es ist ja komisch zu sehen. Und dass es vor allem hier so extrem ist, also dass beides so zum Extrem neigt. Und das ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ein komisches Gefühl vielleicht. Und jetzt gehen wir was essen, denn wir haben 2 Uhr, glaube ich, ja, 2 Uhr Nachmittag. Jetzt wollen wir irgendwo eine Kleinigkeit essen gehen, bevor wir dann langsam zu dem Hollywood-Sign hochfahren werden oder hochgehen, ich weiß es nicht. Aber jetzt müssen wir erstmal zu dem Café laufen. Ja, wir haben uns jetzt ein Restaurant gesucht und zwar gibt es heute Indisch. Schau mal. Hier wieder Alu Gobi, Reis und
Was ist das? Spinat mit Tofu. Was hast du dir bestellt? Selbe und Samosa. Und Samosa sind einfach so wie so Teigtaschen mit Kartoffeln drin und Gewürzen. Also ist echt lecker. Und Jan, was hast du dir bestellt? Ich habe das gleiche wie du, glaube ich. Ah ja. Weil ich weiß ja noch nicht so ganz, was ich bestellen muss. Deswegen halte ich mich an die Profis. Oh, es sieht so lecker aus. Unglaublich. Das schmeckt auch gut. Wir sitzen jetzt wieder in unserem Elektroflitzer und fahren zum Hollywood-Sign. Und man kann es auch schon sehen. Ich zeige euch das gleich mal. Schau mal her. Hier kommt's. Und wir haben uns die beste Aussichtsplattform gesucht, um dort ein Bild zu machen. Also wir hoffen natürlich, dass das auch so, wie es versprochen wurde, ist. Also mal gucken. Ja, wir haben den besten Platz, die beste Aussicht hier in L.A. gefunden, um das Hollywood-Sign zu sehen. Schaut euch das mal an. So sieht's aus. Wir stehen hier. Wenn ihr auch die Location haben wollt, wir verlinken euch die unten in der Videobeschreibung. Also wenn ihr mal nach L.A. kommt, dann solltet ihr auf jeden Fall hierher kommen. Hier seht ihr das am besten, das Zeichen. Weil eigentlich ist hier nämlich überall Parkverbot. Also man könnte hier theoretisch überall stehen, aber wir haben auch schon Leute gesehen, die haben Strafzettel am Auto. Deswegen haben wir gedacht, wir stellen uns einfach hier hin und machen von hier ein Bild. Das geht ja genauso gut. Und eigentlich könnte man nämlich jetzt da noch hochgehen und dann darüber gehen und dann stehen da drüben die ganzen Leute, aber man sieht es ja auch von hier mega gut. Was auf jeden Fall verboten ist, man darf nicht zu dem Hollywood sein. Da ist da oben ein Zaun, da gab es schon Leute, die sind da drüber gestiegen und haben Unfug getrieben da drauf. Und dann kommt der Helikopter und verfolgt dich. Also das wollen wir natürlich nicht, deswegen machen wir das jetzt aus sicherer Entfernung. Hier ein nettes Bild, oder? Ja. So, liebe Leute, wir sind jetzt noch ein Stückchen weitergefahren zum Griffith Observatorium. Von hier aus hat man noch einen sehr, sehr guten Blick zum Hollywood-Sign. Ich zeige euch das mal. Vielleicht sieht man es noch, da hinten geht die Sonne unter, das sieht schon sehr, sehr cool aus. Ja, und dort hinten, also hier dort hinten, kann man noch die Skyline von L.A. sehen und wie groß natürlich auch L.A. ist. Zeigen wir euch jetzt gleich mal. Ja, Lisa, wie findest du die Aussicht? Schön. Sehr schön. Zeig uns die mal. Jetzt zeig uns die mal. Da! Boah, das sieht schon heftig aus. Oh mein Gott. Vor allem von hier sieht man einfach mal, wie groß L.A. tatsächlich ist. Wir haben uns immer gewundert, warum wir für alles irgendwie ewig brauchen. Aber jetzt wissen wir, warum. Ja, wir haben jetzt noch einen Supermarkt aufgesucht, weil wir brauchen noch Wasser und was zu essen. Und schau mal, was ich entdeckt habe. Hier so kleine Einkaufsfahrzeuge. Ich habe die gerade ausprobiert, aber die funktionieren leider nicht. Aber auf unserem Roadtrip werden wir noch sehr viele Supermärkte besuchen. Und da finden wir noch so ein Fahrzeug. Und ich werde definitiv noch durch so einen Supermarkt mit diesem Ding cruisen. Zu 100%. So, Lisa, hier ist einfach mal ein Starbucks in dem Supermarkt. Auch nicht schlecht, habe ich so auch noch nie gesehen. Ich zeige euch mal, was hier alles so kostet. Hier haben wir Avocados, die kosten 2,50 Dollar. Die sind aber steinhart. Die kannst du heute noch nicht essen. Dann haben wir hier noch Zwiebeln, die kosten jetzt 1,69. Das haben wir hier noch Trauben. Dann haben wir hier noch Bananen, die kosten 69 Cent. Und der Klassiker natürlich, Erdnussbutter. Haben wir hier auch ordentlich viel. Schaut euch das mal an. Schau mal das. Es gibt hier Reese's als Aufstrich. Reese's ist aber auch geil. Aber ist leider nicht vegan, aber ist lecker. Dinner time. Der Maximilian kocht heute für uns. Und zwar eins meiner Lieblingsgerichte. Was kochst du denn? Ein lecker Curry gibt's heute und gestern gab's Pasta, also ihr seht schon, ich werde hier als Koch versklavt. Was? Nein. Hier kochen schon die Kartoffeln, denn die brauchen wir auch fürs Curry. Und was schneidest du da? Achso, Kartoffeln, noch mehr Kartoffeln. Noch mehr Kartoffeln. Dann haben wir hier noch Kidneybohnen, dann Coconut Milk und hier haben wir noch Soße, die ist sehr, sehr lecker, also die kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann Karotten kommen rein, ein bisschen Petersilie und dann noch ein Reis dazu und dann sollte das... Reis? Ich dachte, du machst Nudeln. Mal gucken. Nee, kein Reis. Wir hatten heute schon Reis beim Inder.
Dann gibt's Nudeln. Morgen müssen wir schon unseren Campervan abholen. Ja. Und dann machen wir einen kleinen Roadtrip hier durch Kalifornien. Also ich freue mich schon extrem drauf. Jedenfalls, wir hoffen natürlich, das Video hat euch gefallen. Und Schaltet morgen wieder ein, Leute. Morgen zeigen wir euch den Campervan. Das ist ganz wichtig. Schreibt auf jeden Fall auch in die Kommentare, wenn ihr schon mal in den USA wart und wo ihr wart. Und wer noch nicht hier war, wo ihr denn gerne mal hinwollen würdet. Also mein Favorite ist auf jeden Fall New York. Wir waren ja schon mal in New York, aber leider nicht zusammen, sondern ich war damals mit einer Freundin und der Maxi mit einem Freund, also mit dem Marcio. Ich glaube, den kennen ja auch ganz viele von euch. Natürlich. Wer unsere Australien-Videos kennt, dürfte wahrscheinlich auch den Marcio kennen. Ansonsten war es das für heute. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir fällt gleich der Arm ab. Wenn ihr wollt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal schon wieder. Macht's gut, seid nett zueinander und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss, Maximilian! Tschüssi Koski, Leute!